Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Ich hätte euch das Thema Corona-Hotspot Deutschland gerne erspart, aber angesichts der hohen Neuinfektionszahlen geht es leider nicht anders. Immer mehr Städte und Landkreise in Bayern überschreiten die kritische 7-Tages-Marke von 35 bzw. 50 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. Unser schönes Berchtesgaden macht bereits am Montag Schlagzeilen, wurde mit 272 Neuinfektionen zum größten Corona-Hotspot in ganz Deutschland. Um uns herum wird es noch düsterer. Der Blick nach Tschechien, Österreich und in die Schweiz zeigt, in allen Nachbarländern der Bundesrepublik Deutschland gerät Corona außer Kontrolle. Nur Deutschland hat die Lage noch im Griff. Deshalb hat sich der Bayerische Landtag heute außerplanmäßig in einer Regierungserklärung mit der entscheidenden Frage befasst: Was können wir tun, um die Wucht dieser zweiten Welle abzumildern? Vieles davon wird euch aus dem Frühjahr noch bekannt vorkommen und wahrscheinlich fürchterlich auf die Nerven gehen. Aber es hilft. Reduziert eure Kontakte bitte so weit wie möglich und verzichtet auf nicht unbedingt erforderliche Reisen. Orientiert euch bitte an den AHA-Regeln. Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen. Und überlegt doch mal, ob ihr wegen der besonderen Lage dieses Jahres die Grippeschutzimpfung machen lasst. Auch so helft ihr mit, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Ja? Und dann ist mir noch etwas wichtig. Lasst uns trotz aller Dramatik der aktuellen Situation vor allem unsere Angst, die Angst vor Corona besiegen. Wir, die Corona-Schutzmaßnahmen mittragen und umsetzen, wir repräsentieren doch die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes. Wir lassen uns nicht zu Geiseln partysüchtiger Corona-Ignoranten machen, wie zuletzt in Berlin und Hamburg geschehen. Zwar haben wir einen langen Winter zu bestehen, aber wie streng der wird, das entscheiden wir alle. Wir alle mit unserem Handeln, hier und heute. Wir, meine Damen und Herren, sind das Team Optimismus und Zuversicht. Denn noch haben wir es selbst in der Hand, die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Das ist doch ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt, oder? Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.